Hello Friends, ich hoffe, euch geht's gut. Wir haben uns heute hier wieder versammelt, weil, wie ihr schon im Titel gelesen habt, geht's heute um meine Dating-Stories. Ihr habt euch dazu ein Video gewünscht. Und ja, nichts einfacher als das. So, ich bin total durchgeschwitzt, wir haben jetzt 32 Grad und boah, es ist einfach sauwarm. Vor allem in meiner Wohnung. Das ist nicht irgendwie chronologisch geordnet, sortiert, was auch immer, sondern einfach random. Ich glaube, ich starte mit dem schlimmsten. Also es war, nee, ich starte mit dem cringigsten Date. Das war wirklich fantastisch. Also Leute, ihr müsst wissen, weil ganz viele Fragen immer so, wie lernst du die kennen? Wie kommst du dazu? Leute, Dating-Apps so. Und was ich schon alles benutzt habe, okay? Haltet euch fest. Ich habe Bumble benutzt. Ich habe Raya benutzt. Das ist so eine, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so eine für Leute, die im öffentlichen Leben stehen, halt so eine Dating-App. Bullshit, du bezahlst so viel im Monat, das ist so crazy. Das war auch eher das Joke-App. Dann Tinder, obviously. Dann Hinge. Hinge, das war's. Das war's. Also, vier Dating-Apps habe ich schon ausgetestet. Ja, was ich sagen kann, ich fand bisher Hinge am besten. Ich weiß nicht warum. Aber da waren die wenigsten Katastrophen. Tinder bin ich ganz raus, sage ich euch ehrlich. War ich jetzt auch schon seit 2 Jahren nicht mehr so richtig drauf. Oder 1,5 Jahren, würde ich sagen. Finde ich, ist eine Katastrophen-App. Und ich wurde auch lebenslänglich gesperrt, tatsächlich. Deswegen hat sich die Sache für mich dann auch eh erledigt gehabt. Dann bin ich auf Bumble übergesprungen. Bumble hatte ich halt, wie gesagt, auch schlimme Dates. Und da kommen wir auch schon direkt zum allerersten. Ich war gerade nach Berlin gezogen. Das war ja Anfang des Jahres. Und ich dachte, hey, jetzt jemanden kennenlernen, weil ich habe mich extrem alleine gefühlt hier in dieser großen Stadt. Und dann dachte man sich halt einfach, das ist die Lösung. Und dann hatte ich mein erstes Date. Und da war ich in einem Café. Ich war bei Café 93. Super tolles Café. Ich wollte auch einfach nur hin, weil ich wusste, okay, da schmecken mir wenigstens die Sachen so. Falls der Gegenüber nicht so mir taugt, dann habe ich wenigstens ein gutes Café. Und deswegen war ich bei Café 93 und habe mich da vorne hingesetzt. Falls ihr Café 93 kennt, das geht mittlerweile, geht es auf beiden, also du kommst rein, einmal nach rechts gehen und dann nach links gehen oder ja, je nachdem, wo du reinkommst. Und ich saß mit dem, wenn du reinkommst, ganz links in diesem separaten Raum. Unangenehm, weil neben uns war so eine Gruppe mit, ja, die waren halt alle schon ein bisschen älter. Ich sag mal so die Ende 50. Ende 50 und saßen da so und haben die ganze Zeit gelauscht und die ganze Zeit auch so rüber so geguckt und haben sich offensichtlich so gedacht, so, what is happening there? Ich habe selber gespürt, also das ist kein Vibe. Jetzt kommen wir zu der Story so. Also erstmal, er kam an mit einer Aktentasche. Ich und ein Typ in einer Aktentasche. Könnt ihr euch das wirklich bildlich vorstellen? Ich bis zu dem Tag nicht. Dann war es ja so, dann war es so weit gekommen. Das wäre ja so einer gewesen, was ist dein Lieblingsfilm? Wolf of Wall Street. Auf jeden Fall, wir sitzen da und ich merke, wow, wir haben ja gar keinen Vibe. Ich konnte immer viel über alles reden und hier, das war wirklich, ich war das erste Mal in einem Moment, dass ich mir einfach dachte so, also ich wusste nicht mehr, wo vorne und hinten ist, weil da war gar kein Vibe. Also ich habe selten es gehabt, dass es so nichts an Vibe gibt. Also da war nichts. Auch allein seine Fragen waren auch so geil. Dann fragt er mich, was ist denn deine Lieblingsmusik und so, also deine Lieblingssongs? Und dann habe ich so gesagt, also halt alles aufgezählt und war auch so voll so drin. Auf jeden Fall frage ich dann so, hey, was ist denn deine Lieblingsmusik? Und er, Musik? Ich so, ja, das war ja auch deine Frage. Nee, also Musik, Musik höre ich nicht. Also halt vielleicht so zufällig. Ich so, was meinst du damit? Ja, er so, ja, er macht Späßchen. Also ja, vielleicht war so zufällig so durch Radio oder so. Und da war ich ja schon raus, ne? Da war ich ja schon so, ja. Da dachte ich mir aber auch so, hey, mein Gott, nicht jeder kann Musik, nicht jeder mag das anscheinend. Also seine Fragen waren halt wirklich so, wie die früher in meinen Freundesbüchern standen. Und das war da komm heruntergerattert, als hätte er so sein Freundebuch vor sich liegen. Habe ich halt so aufgezählt, was ich gerne mache. So, ich nur so, was machst du denn so gerne in deiner Freizeit? Weil ich habe natürlich auch Gegenfragen gestellt. Ja, also Hobbys habe ich so keine richtigen. Ja,
da muss ich noch ein bisschen gucken. Wisst ihr, Leute, es ist das eine. Es ist das eine, keine Hobbys zu haben oder keine Sachen, für die man brennt. Das ist das eine. Aber das andere ist es einfach, dann aber diese Fragen zu stellen, wo du ja offensichtlich dann darauf eingehst. Also du gehst ja offensichtlich bewusst auf dieses Thema ein, wo du ja weißt, dass du nichts dazu zu erzählen hast. Also wir merken kein Vibe. So, das ist doch nicht das Schlimmste. Ihr denkt euch jetzt gerade so, ja, Fabian, das ist jetzt aber auch nicht so special. Das Ganze wird aber noch schlimmer. Jetzt hat aber das Ganze einen Turn genommen, wo man wirklich sagen kann, Fabian, du bist selber schuld. Dämlich. Auf jeden Fall habe ich ihm dann danach geschrieben nach dem Treffen so, hey du, ich glaube, es hat nicht so geweibt, habe mich ja voll gefreut, dich kennenzulernen, bla bla bla. Es war halt lieb geschrieben, war sehr lieb geschrieben, war viel zu lieb geschrieben, ganz, ganz klar wahrscheinlich. Eigentlich hätte man einen Hint nehmen können und annehmen können, aber er hat nur geschrieben und ich habe auch geschrieben, ich glaube, wir sind auf vielen Ebenen einfach zu unterschiedlich. Und dann hat er geschrieben, hey, ja genau das fand ich halt gerade so interessant bei dir, dass wir halt so unterschiedlich sind und uns dann so unterschiedlich auf unterschiedlichen Ebenen inspirieren können. Ja, und dann habe ich auf ein zweites Date zugestimmt. Ja, und da könnt ihr mir jetzt sagen, was ihr wollt, ne, aber da muss ich wirklich sagen, da habe ich tief ins Klo gegriffen. Also, da kann ich mich auch nicht erklären. Sorry, aber selber schuld. Man hätte da sagen können, nein, du hast es falsch verstanden. Ich bin nicht interessiert. Aber nein, Fabian sagt, ja, okay. Und dann gab es ein zweites Date, Leute. Und das hat er wirklich immer den Vogel abgeschissen. Im Comedy Club. Wo ich bis heute nicht drauf klarkomme, weil das ist jetzt wirklich, das hört sich sehr fies an, aber der Typ besitzt keinen Humor. Der besitzt zero Humor. Ich weiß nicht, warum er diese Idee hatte. Das war nicht meine Idee. Ich weiß nicht, warum er diese Idee hatte. Dann sitzen wir in diesem... Nein, ich habe ihn erstmal wieder abgeholt. Der saß halt Zeit für Brot, weil er gewartet hat, weil ich ein bisschen zu spät kam. Sitzt er da, womit? Genau, mit seiner Aktentasche. Und dann sitzen wir da, beide, so. Also die Show fängt schon an, wir sitzen in der letzten Reihe. Das Ding ist, Leute, ich hatte da einen wirklich harten Tag vorher. Ich hatte da nämlich davor ein Shooting mit einem Fotografen, der mich die ganze Zeit angemacht hat. Also der hat mich die ganze Zeit so... Und ich war einfach danach fertig, so, ich wollte eigentlich, hatte gar keinen Bock mehr, aber dann dachte ich mir so, Fabian, ziehst du jetzt durch und gut ist. Und dann saß ich da und ich war so, nee, ich kann das jetzt nicht, ich kann jetzt hier nicht irgendwelche Konversationen aufrechterhalten, wo echt nichts ist. Ich da hab dann auch einfach gesagt, ich schließe jetzt damit ab, wenn der nichts zu sagen hat, ja, und dann nicht seinen Mund aufkriegt, dann mache ich halt jetzt auch nichts. Weil ich habe eigentlich immer das Bedürfnis, wenn eine Stille, so eine unangenehme Stille entsteht, dann... wirklich versuche ich dagegen zu wirken oder entgegenzuwirken mit mehr Reden, mehr und einfach das so ein bisschen auszugleichen. Aber ich war so, nee, Fabian, nee. Und dann saßen wir stumm nebeneinander. Der hat nicht einmal gelacht, wirklich, teilweise war es so zum Wegschmeißen. Ich fand das so lustig. Und er sitzt da so. Und davor habe ich doch gesagt, schauen wir mal, was wird. Und er nur so. Ich so. Kennst du es nicht? Er so, nee, was ist das? Ich so, ja, von TikTok? Er so, TikTok, die ziehen nur die ganzen Daten, das habe ich nicht. Ich sag auch, dass wir alle besser dran wären ohne TikTok, aber come on. Und jetzt, wo ihr euch denkt, gut, okay, da habt ihr jetzt auf beiden Seiten gemerkt, passt nicht, ist jetzt wirklich eine Katastrophe. Das werden ja wohl beide Seiten gecheckt haben. Nein, ich gehe nach Hause und bekomme eine Nachricht, wie, wann hättest du denn vielleicht Zeit für das nächste Date? Aber dann habe ich aber einen klaren Text formuliert, wo ich ganz klar gesagt habe, hey, ich glaube, das passt wirklich nicht. Es hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Blablabla. Also wirklich so, dass es klar war. Und dann wurde ich blockiert. Jetzt kommen wir zu einer früheren Dating-Story, auch in Berlin. Die ist schon gute 2 Jahre alt. Ich glaube, es war 2021, aber die wollte ich euch jetzt auch nicht vorenthalten. Es war nicht mein erstes Influencer-Date. Ich sage euch ehrlich, Leute. Es ist einfach so weird. Es ist so random und weird. Und ihr würdet niemals darauf kommen, mit wem es war, weil es so gar keinen Sinn ergibt. Es macht keinen Sinn. Auf jeden Fall habe ich auch mit ihm über Tinder damals gematcht. Wie gesagt, also vor 2 Jahren war ich noch auf Tinder. Da habe ich ihn gematcht und das Profil sah so dermaßen... Sorry, das sieht ja eh nicht, aber das Profil sah so scheiße aus. Und so fake, dass ich so dachte, das ist der eh nicht. Und ich war da halt gerade mit einer Freundin und sie meinte nur so, ja, schreib ihn doch einfach mal.
Und dann hatten wir halt ein Match. Ein paar Tage vorher hatte er mir schon über Instagram geschrieben, dass er halt ein YouTube-Video von mir gesehen hat und dass er es mega cool fand und so. Aber entspannt. Ich habe einfach nur Danke geschrieben, weil dann meinte er so, ja, hast du Sonntag schon was vor? Wir können eher da und da hingehen. So, war so ein veganes Restaurant, das er rausgesucht hat. Und er meinte so, ja, 19 Uhr, passt das. Und ich war so, ja, why not? Ich habe halt wirklich, ich habe wirklich gedacht, das ist fake. Das ist ja eh nicht real und ich sag einfach mal zu. Und dann habe ich halt auch mit meiner Freundin mehr oder weniger das so gebettet. So, weil ich war halt der fest überzeugt, das wäre auf gar keinen Fall. Sie meinte so, das wäre so random, wenn der das nicht ist. Das wäre so richtig, also wenn da so ein Fake-Profil ist, aber egal. Ich fahre dahin, der ist nicht da, ich fahre wieder zurück. Und sie war so, ja, mach das mal. Und dann habe ich mich wirklich zero fertig gemacht. Ich habe mir einen Schlabberpulli angezogen, eine random Jeans, ich weiß gar nicht mehr, es war so eine schlapprige Jeans. Und dann steige ich aus dem Uber aus und ich war auf der anderen Seite von der Ampel, von dem Restaurant und ich gucke die Ampel rüber und ich war so, oh fuck. Leute, ihr müsst wissen, ich habe nicht zu einer Sekunde vorher gedacht, so dass der vielleicht wirklich da stehen könnte. Und dann stand der da und ich war so, oh nee. Das kann jetzt hier nicht sein. Und Leute, ich muss wirklich sagen, ich habe so mit neuen Leuten manchmal krasse Anxiety. Und gerade früher, also noch vor 2 Jahren, meine Anxiety war so, ich habe so gezittert, das glaubt ihr nicht. Und ich nur so, und ich wurde knallrot. Und ich war so richtig, ich war so Panik. Also ich habe das auch nicht wirklich als Date wahrgenommen, weil ich sage euch ehrlich, es war halt, ich glaube, ich war weder sein Typ, noch war er mein Typ. Es war so random. Es war so random, dass wir da zusammen saßen. Und ich habe mich gefragt, warum sitze ich hier? Warum haben wir ein Date gerade? Ich check's nicht. Und dann meinte er auch so, ja, das ist so mit das erste Date ist so über Tinder, was er so ernsthaft macht. Sonst halt nur, you know. Und ich nur so, cool. Er hat mir seine ganze Lebensgeschichte gefühlt erzählt. Er war super ehrlich, was mich überrascht hat irgendwie. Er war super ehrlich, er hat über alles erzählt. Er hat wirklich über alles erzählt einfach. Also ich glaube, bis der Laden fast zu hatte, saß man dann da noch. Und haben über alles gequatscht und es war... Also ich kann wirklich sagen, es war keine schlechte Erfahrung so. Es war auch super angenehm, mit ihm zu reden. Nur also es war halt so super random, weil danach hatten wir noch so flüchtigen Kontakt. Aber wir wussten beide so... Nee. Ich weiß bis heute nicht, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Nettes Treffen, so. Ja, aber super random. Dann. Leute, ich sag euch ehrlich, das Schlimmste war. Ich werde heute einfach raushauen, scheiß auch drauf. Mein erstes Influencer-Treffen, war vor, lass mich nicht lügen, 3 Jahren? 3 Jahren, ich glaube, ich war 19? Ich sah aus wie 16, weil bei mir dauert das immer ein paar Jahre. Ich meine, ich sehe jetzt immer noch nicht ausgefühlt wie 21 ist. Ich glaube, das dauert einfach. Und ich muss sagen, im Nachhinein war das eigentlich extrem daneben, extrem übergriffig. Und ich habe wirklich noch viele, viele Jahre, ich denke mir jetzt noch so, wow, eigentlich ist das wirklich was mal so gar nicht ging. Und zwar haben wir ein Treffen ausgemacht, aber freundschaftlich. Also das war nicht irgendwie... Keine Date-Ebene, das war einfach nur ein Treffen, so auf entspannt. Und er hat mich dann vom Bahnhof abgeholt. Wir sind dann zu ihm gefahren, weil er so ein bisschen so auf dörfliche Richtung so gewohnt hat. Und es war super entspannt alles. Erstmal, ich hatte erstmal nicht das Gefühl, dass irgendwas komisch ist, bis wir dann so im Auto saßen zusammen. Und er schon so seine Hand so auf meinen Oberschenkel gelegt hat, hier so. Und ich war schon so... Was machst du da? Dann dachte ich mir immer so, nee, Fabienne, komm, also reg dich mal ab, so, wenn ich so verklemmt. Der meint, der ist wahrscheinlich einfach so, ne, so, macht sich wahrscheinlich auch keine Gedanken dabei. Aber das wird halt immer mehr. Und über das Treffen wird es immer und immer mehr. Ich habe auch schon gesagt, so, du bist ja schon ganz schön touchy, so, weiß ich, ich war 19, ich habe wirklich, da hatte ich ja, also wirklich so, also null Erfahrung, so. Er so, ja, ich bin halt so eine touchy Person und, ja. Er wusste halt ganz genau, wie unsicher ich bin. Ich hatte halt damals kein Selbstbewusstsein, null Selbstsicherheit. Irgendwann kam er halt wirklich
immer näher und hat halt auch so angefangen, mich so zu betatschen. Wir haben dann einen Film geguckt und ich weiß auch genau, welcher Film das war Split. Und ich fand den Film extrem gut, fand den super nice. Und hab den so halt dann auch geschaut, was man halt tut bei einem fucking Film, wenn du ein normales Treffen hast. Und er nur so, guckst du jetzt wirklich den Film? Ich so, sind da Filme nicht für da oder so? Kam plötzlich so. Und ja, hab mich halt geküsst. Ja, und ich muss wirklich sagen, in dem Moment habe ich mich da schon ein bisschen hilflos gefühlt, weil ich wusste halt, mit welchen Menschen er in Kontakt steht. Und ich war, wie gesagt, super jung, super unsicher. Und ich muss wirklich sagen, mein erster Gedanke war so, du machst jetzt hier mit, damit du da so sozusagen sicher rauskommst. Sicher in Form von, dass keine Gerüchte oder irgendwas anderes entstehen, so, oder er nicht irgendwas anderes verbreitet, weil er sozusagen nicht seinen Willen bekommen hat. So habe ich die Situation damals eingeschätzt, weil ich sie auch nicht anders einschätzen konnte, weil ich halt, wie gesagt, keine Erfahrung hatte. Und ich war einfach so, okay, du machst jetzt hier einfach mit und versuchst das einfach dann ganz schnell abzubrechen und dann die Wiege zu machen. Was halt auch schwer war, weil, wie gesagt, er musste mich zum Bahnhof fahren. Das war halt einfach, ich fand es super, also im Nachhinein muss ich wirklich sagen, ich finde es super übergriffig. Er wusste, dass ich unsicher bin, weil ich das ausgestrahlt habe. Ich war so und ich konnte es auch nicht verbergen, weil wie willst du es verbergen? Und er hat die Situation halt komplett ausgenutzt. Also komplett ausgenutzt, von vorne bis hinten. Dann meinte ich halt irgendwann so, du, ist schon ganz schön spät, ich glaube, ich muss jetzt einen Zug nehmen. Und dann hat er mich halt zum Bahnhof gefahren. Wollte mir dann am Bahnhof noch ein, es war halt Corona-Zeit und die Masken, wollte mir dann noch einen Abschiedskuss geben, wo ich mir wirklich dachte, so was, aber hackt's bei dir noch ganz sauber? Wirklich, das ist bei dir nicht richtig. Habe ich mir die Maske so aufgezogen, so. Ich so, tschüss. Also ich bin da weggefahren, ich war wirklich so in diesem Film so, ist das gerade wirklich passiert? Also ist das gerade wirklich passiert? Und ich hatte zu dem Zeitpunkt nicht irgendwie so das Gefühl so, oh, das war übergriffig oder, oh, also ich dachte mir schon so, das war das Letzte, was ich von diesem Tag irgendwie erwartet habe. Und ich war so, was machst du jetzt mit dieser Information? Ich war einfach nur so richtig so, was ist da jetzt gerade passiert? Aber ich habe nicht irgendwie gedacht so, oh, das könnte vielleicht übergriffig gewesen sein oder oh, der hat dich voll ausgenutzt oder so. Nein, gar nicht. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, weil ich war gar nicht in der Lage, das zu checken. Aber ich habe dann schon noch ein paar Tage dann nachgedacht und habe ihm dann geschrieben so, hey du, soll jetzt nicht doof rüberkommen, aber habe ich da was falsch verstanden, so, dass das so in die Richtung ausgeartet ist. Und er nur so, nee, also erst war das auch voll freundschaftlich von meiner Seite aus, aber dann habe ich dich da so stehen sehen am Bahnhof und dann, ja, dann dachte ich mir halt so, ja. Ja, da muss ich sagen, bis heute weiß ich ja nicht so richtig, was ich davon halten soll, weil das einfach kritisch ist, sehr, sehr kritisch ist. Und mein drittes Date war eher nur so ein entspanntes Treffen, würde ich jetzt mal behaupten. Ich war auch noch super jung, jetzt war auch mit 19. Ich merke gerade, ich habe die alle mit 19 gedatet. Der Influencer müsste schon krass mit mir matchen und krass so ein süßer Mensch sein, dass ich sage, let's go, weil, also Influencer-Daten ist wirklich bodenlos, also als Influencer. Influencer als Influencer-Daten ist, nee, muss nicht, also muss einfach wirklich nicht sein. Mittlerweile bin ich einfach so in diesem Mindset so, ich hätte gerne jemanden, der mich aus dieser Welt für ein paar Stunden rausholt oder halt einfach mir so ein bisschen hilft, dann abzuschalten oder was Neues zu hören, zu sehen oder mitzubekommen oder zu lernen, weil dieses ganze Zeit in dieser Bubble sein, die ganze Zeit dieses, wisst ihr, so, das ist halt einfach, ich finde es einfach, es ist nicht gut. Ich glaube nicht, dass es gut ist. Naja, auf jeden Fall das dritte Date war auch interessant. Also hat auch gar nicht gematcht. Wusste ich schon vorher so, das macht gar keinen Sinn. Und dann komme ich da an und merke erstmal, okay, er ist nicht da. Und ich schreibe so, hey, ich stehe jetzt hier, ne, am Gleisdreieck. Gleisdreieck, in Berlin war das. Hallo, ich stehe jetzt hier am Gleisdreieck. Wo bist du denn? Also Gleisdreieck? Ich dachte Gleispark. Ich so, nee. Er stand ganz, ganz anders. Und dann kam er dann so, 25 Minuten später kam er dann auch an. Ich so, hallo. Und er steigt aus seinem Auto aus, nimmt sein Handy, lehnt sich so an seinen Wagen, so.
und macht so und tippt auf seinem Handy rum und ich nur so, ich so, hallo, was machst du da jetzt gerade so? Er nur so, ja, sorry, ich muss eine Kooperation hochladen. Er stand da 15 Minuten, 15 Minuten hat er seine Kooperation hochgeladen mit Nagellack. 15 Minuten stand er da, ne, und ich stehe neben ihm und er ignoriert mich, ne, er macht nicht mal irgendwie so zwischendurch so ein Lacher, nein. Er steht da einfach nur 15 Minuten stumm neben mir, tippt auf seinem Handy rum und ich stehe da neben ihm und ich war, wie gesagt, 19. Mittlerweile hätte ich gesagt, du Maus, alles kein Problem, lass dir Zeit, ich gehe. Und dann irgendwann war er ready und dann ist das Ganze umgeschwungen. Für mich hat es sich so angefühlt. Ich kann ja nur von mir reden und meiner Perspektive. Wenn man jetzt natürlich die Leute fragen würde, wäre es ganz anders. Das ist ja immer so. Aber dann hat das Ganze in der Therapiestunde ausgeartet. Ich habe seine ganze Familiengeschichte mitbekommen, mit seinen Familienproblemen, wo ich sage, hey, danke schön, dass du mir das anvertraust, aber es war irgendwie sehr fehl am Platz, weil wir uns halt einfach nicht kannten. Und Ende so, ja, ich finde es trotzdem mega schön, hast du Bock, morgen Abend um 22 Uhr vorbeizukommen? Auf ein Bier. Da wisst ihr, da bin ich ja direkt um die Ecke gewesen, da war ich ja direkt dabei. Nee, natürlich nicht. Aber lustig. Ja, okay, ich erzähle jetzt noch eine Dating-Story hier aus Berlin, die jetzt nichts mit einem Influencer zu tun hat, weil das waren meine einzigen Influencer-Erfahrungen im Dating-Leben und das hat mir dann auch gereicht. Oh, das hatte ich, glaube ich, schon mal angeschnitten in einem anderen Video. Das kam zum Glück gar nicht erst zum Date, was ganz gut war. Aber ich habe einen Typen auf Bumble gematcht und dachte mir so, gefällt mir optisch schon mal sehr gut. Mehr kann man dann auch nicht viel herausnehmen aus dem Profil, muss man sagen, oft. Ja, auf jeden Fall war ich so, gefällt mir. Ding natürlich geswiped. Dann hatten wir ein Match und dann meinte er so, ja, hast du Bock, so am Samstag auf eine Ausstellung zu gehen? Und ich war so, ja, voll cool, also voll schön. Und er so, ja, wir können ja noch vor einen Kaffee trinken gehen. Also haben wir dann über WhatsApp geschrieben und ich meinte so, hey, hast du schon die Karten für die Ausstellung? Und er meinte so, nee. Ich so, ja, ich glaube halt, dass sie sehr gefragt ist, so, wollen wir vielleicht mal vorher kaufen? So. Und dann hat er nicht irgendwie geschrieben, so, ja, dann lass sie kaufen gehen, sondern er hat sie dann gekauft, die Karten, wo ich dann auch so, ja, cool. Hat er gar nicht machen müssen, aber ich glaube, so okay. Und dann hat er die Karten gekauft und meinte so, ja, ich habe jetzt die Karten gekauft, dann geht der Kaffee aber jetzt mal auf jeden Fall auf dich. Bro, ich habe nie gesagt, dass du mir die Karten kaufen sollst. Ich bezahle gerne meinen eigenen Kaffee, ich bezahle das gerne, weißt du, das ist so, ne? Aber wenn, ich habe nicht gesagt, dass du die Karten kaufen sollst. Also ich hätte ihn ja dann automatisch eingeladen auf den Kaffee. Aber so wie er es gesagt hat, war ich so abgeturnt, dass ich gesagt habe, nee, ich komme nicht. Damit war die Story beendet, weil das Date ist niemals zustande gekommen. Aber jetzt kommt der Turn. Ich treffe jemand Neues hier in Berlin auf dem Kaffee. Und wir haben super tolle Zeit. Und sie erzählt mir so, ja, ich habe auch so einen Typen gedatet. So übel, krank, cringe. So, boah, richtig schlimme Nummer. Und dann hat sie so erzählt. Und sie nur so, ja, der heißt halt... Ich nur so, krass. Mit so einem habe ich auch geschrieben, so, ah, lustig. Und sie nur so, ja, zeig mal ein Bild. Ich so, ja, zeig du auch mal ein Bild. Und wir nehmen so unsere Handys, zeigen die Bilder und ich nur so, ist nicht dein Ernst. Es ist ja dasselbe, nur dass sie auf dem Date gegangen ist und das Date war so bodenlos. Aber ich fand das so lustig, dass dieser Moment, wie wir beide unsere Handys zeigen und das einfach der gleiche Typ ist. Dieser Moment war einfach so Berlin. Weil Leute, Berlin, ne, das, jeder denkt immer so, der hierher zieht, oder ich war genauso, Berlin ist so groß, hier sind so viele Menschen. Aber dann plötzlich, da datet ihr jemanden und ihr merkt, Berlin ist das größte Kuh, also wirklich das größte Kuhdorf, weil jeder hat schon hier mit jedem irgendwas gehabt, jeder hat irgendjemanden gedatet, gesehen. Und es ist so unangenehm. Wirklich, ich denke mir jedes Mal so, nee, Leute, bitte, ich kann das nicht. Das war es auch schon mit meiner letzten Dating-Story für heute. Falls ihr davon einen zweiten Part haben wollt, sagt mir gerne Bescheid. Habt noch einen wunderschönen Tag. I love you. Das hat mich sehr gefreut. Erzählt gerne mal von eurer schlimmsten Dating-Story, sodass ich mich vielleicht ein bisschen besser fühle. Habt einen wunderschönen Tag und fühlt euch ganz doll gedrückt. Bye, bye.